Was hat man vom Rambam untersucht? Nichts. Ist doch toll, oder? Jetzt hat Professor Seralini festgestellt, naja, was vorherige Wissenschaftler auch schon berichtet haben aus Schottland, aus Russland. In Russland ist sogar die Wissenschaftlerin gekündigt worden, weil das Institut sagte, was machst du da, du alarmierst nur die Bevölkerung in deinen Studien, diesen Rattenversuch. Ne? In Brasilien, in Italien, dieselben Studien haben vieles bewiesen und jetzt hat Seralini noch was draufgesetzt. Wenn man Glyphosat, Roundup, auf menschliche Embryonen, mit menschlichen Embryonen in Kontakt bringt, dann hat man eine Veränderung an den Zellen. Auch wenn man diesen Stoff 100-mal verdünnt. Das ist mal ganz neu. Was war das wissenschaftliche Erkenntnis bis dahin und was immer in der Presse stand? Wenn man Gensoja den Ratten füttert, wir hatten ja nicht den Kühe gefüttert, aber den Ratten, ne? Sieht man die arme Ratten. Wenn man das den Ratten füttert, dann hätte man im Vergleich zu herkömmlichen Soja, die man füttert, keinen Unterschied. Und es gäbe eine Statistik dafür. Diese Statistik wurde 1996 produziert in den USA. Man hat Gensoja Ratten gefüttert und herkömmliche Soja den Ratten gefüttert. Das Ergebnis war kein Unterschied. Was war die Nachricht? Gensoja sei gesund. Die Weltgesundheitsorganisation hat das auch berichtet. Wie kann es jetzt, dass Wissenschaftler in vielen Teilen der Welt was anderes feststellen? Da muss man sich wieder fragen. Wie ist man zur Statistik gekommen? Ganz einfach. Die Soja, die man an Ratten in den USA gefüttert hat, 1996, waren tatsächlich Gensoja und herkömmliche Soja. Nur, die Gensoja, die man gefüttert hat, auf die hat man kein Glyphosat gespritzt. Das ist ein Unterschied. Gensoja gefüttert, herkömmliche Soja gefüttert. Und später, andere Untersuchungen, Gensoja gefüttert, herkömmliche Soja gefüttert. Ergebnis bei der ersten Forschung, null. Kein Unterschied. Bei den anderen, riesige Unterschiede. Was ist das Entscheidende? Man hat die Soja so gefüttert, wie man sie auf dem Markt hat. Und nicht etwas Künstliches. Dass die Gensoja so gefüttert wird, ohne Rückstände von Glyphosat zu haben, weil man kein Glyphosat draufgespritzt hat. Das gibt's nicht auf dem Markt. Ein Bauer würde doch nicht jetzt Lizenzgebühren zahlen und dann hacken gehen. Der würde doch Glyphosat draufspritzen. Und das ist die Realität. Und so werden Studien manipuliert. Und das steht dann nochmal in der Presse. Und das ist ein Skandal. Dass man die Menschen so anlügt. Mit Studien. Ich habe das jetzt von den USA gesagt. München ist nicht weit von hier, ich fahre auch morgen dahin. Da gibt es eine Universität. Die hat vor kurzem eine Studie herausgegeben. BT-Mais sei gesund, steht es in der Presse. Was war das für eine Studie? Man hat BT-Mais, dieser Mais, der eine Giftpflanze ist, der in jeder Zelle ein Toxin drin hat. Diesen Mais hat man Kühen gefüttert. In Weinstefel. 2 Jahre lang. Das ist die einzige Langzeitstudie, die es auf der Welt gibt. 2 Jahre lang hat man Kühen gefüttert. 36 Kühe. Im Auftrag der Regierung. Vorschlag von Parteien, weiß ich jetzt nicht welche. Ergebnis. Es hat keinen Unterschied gegeben zwischen Kühen, die man gefüttert hat mit BT-Mais oder mit herkömmlichem Mais. Super, jetzt sind wir ja beruhigt. Jetzt können wir uns brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Die erste Langzeitstudie der Welt sagt das. Schauen wir mal genau hin. Diese Studie wurde 2007 abgeschlossen. Die Ergebnisse kamen nur 2009. Kein Problem, oder? Eigentlich nicht. Ich sage es aber am Ende, was das für ein Problem ist. Die Kühen waren 36. Jetzt können wir mal schon sagen, das waren zu wenig. Können wir sagen, aber das ist nicht relevant. Wir können sagen, dass vielleicht die Kühe nicht im Alter waren, wie wir uns wünschen für die Forscher. Das ist alles gar nicht so wichtig. Wichtig ist, die Hälfte der Kühen sind krank geworden.
Die hat man ausgewechselt. Von den 36 Kühen sind 18 Kühen ausgewechselt worden. Man ist aber wissenschaftlich vorgegangen. Man hat die Hälfte von jeder Gruppe ausgewechselt. Komparativ? Super. Mehr medizinische Behandlungen bei Kühen? Aha, die ausgewechselt wurden. Ohne es zu untersuchen. Warum? Die Studie aus Wien hat genau gesagt, Kühen, die BT-Mais essen, fressen, haben Reproduktionsprobleme, Immunschwäche, werden krank. Jetzt hat man versucht, die Studie aus Wien zu widerlegen mit einer anderen Studie aus München und sagt, es hat kein Problem gegeben. Das zweite große Ding dabei. Man hat bei den Kühen, die man mit BT-Mais gefüttert hat, mehr Körner gefüttert als Silage. Im Vergleich zu denen, die man mit herkömmlichen Mais gefüttert hat. Warum? Keine Ahnung. Oder doch? Körner enthalten weniger Toxin als Silage. Super. Drittes Phänomen. Man hat den BT-Mais auf 600 Grad erhitzt. Das macht doch jeder Bauer, oder? Bevor er diesen Mais füttert. 600 Grad, das kann doch jeder. Bleibt da nur ein Eiweiß übrig? Dann hat man versucht, die DNS-Methoden so darzustellen, dass man versucht hat, zu verfolgen, wo man dann die Spuren von der Bakterie Bacillus thuringiensis finden könnte. Die Methoden, um das festzustellen, gibt es nur in Weinstädten, in keinem anderen Labor der Welt. Frei erfunden auch. Nicht wiederholt worden, die Studie. Und jetzt kommt das Schlimmste. 2009 gab es im Deutschen Bundestag eine Diskussion darüber, den BT-Mais zu verbieten. Rein rechnerisch wäre es gelungen, wenn alle Parlamentarier da gewesen wären, dann wäre es rein rechnerisch möglich gewesen, den MON 810 zu verbieten im Deutschen Bundestag. Ist klar, die meisten sind nicht gekommen, das weiß man. Das zweite ist, es hat sich ein Herr von einer Partei hingestellt und hat eine Studie vorgelesen aus Weinstädten, die beweist, dass diese Mais nicht ungesund sei, dass es wissenschaftlich bewiesen sei, dass es kein Problem ist, wenn Kühen diesen Mais fressen. Dann sind mal alle erstaunt, woher hat er das jetzt? Ja, wenn es dann die TU München war, dann ist es ja so. Okay, dann was soll man machen? Und so, dabei ist es geblieben. Ist das nicht toll? Der MON 810 ist trotzdem verboten worden. Weil es eine Landwirtschaftsministerin gegeben hat, die ihn verboten hat. Die aus einem Bundesstaat kommt, in Deutschland, in dem die Bauern die Gentechnik nicht wollen. Und einer Partei zugehört, die vorher für die Gentechnik war und jetzt nicht mehr ist, weil die Bauern da gehen. Und das ist schon mal toll. Ist das nicht toll? Dann hat man plötzlich wissenschaftliche Studien aus der Schweiz, die damals von Luxemburg genutzt wurden. Die beweisen, dass BT-Mais nicht nur ein Toxin produziert gegen den Maiszünsler, sondern auch gegen den Marienkäfer, gegen eine Menge von Insekten. Und die Wissenschaftler dachten, dass nur der Maiszünsler wird dadurch beschädigt. So schauen die ja hin, ne? Die schauen nur dahin, wo die Studie ja eigentlich als Ziel gedacht ist. Ne? Das ist schon verrückt. In Brasilien gibt es gar keinen Maiszünsler, wir haben trotzdem einen BT-Mais. Das heißt doch, dass der BT-Mais nicht nur Maiszünsler tötet, oder? Also eine Reihe von Insekten werden durch den Mais MON 810 beschädigt. Und das ist gut so, dass er verboten ist. Und es sind auch schon 9 Länder, die das tun in Europa. Und vielleicht war Österreich eine der wenigen Länder, in denen man eine Abstimmung hatte. Das ist ganz toll. Dass man die Meinung der Bevölkerung auch direkt sehen konnte. Weil das ist ja auch der Fall in den meisten Ländern der Welt. Und dann stimmt vielleicht etwas nicht. Wenn die Parlamentarier was anderes entscheiden, als das, was die Bevölkerung will. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit in der Demokratie. Man kann sich informieren, man kann Widerstand leisten, man kann sich bewegen und kann Parteien unter Druck setzen.
Und man kann es verhindern, dass man in der EU überhaupt Futtermittel hat, die gentechnisch verändert sind. 80% der Futtermittel, also der gentechnisch veränderten Pflanzen, gehen ins Futtermittel. Und durchs Futtermittel gehen sie auf den Tisch. Weil man da ein Schlupfloch hat in Europa. Tierprodukte werden nicht gekennzeichnet. So wissen die Konsumenten es ja gar nicht. So, das ist schon mal wichtig, dieses Schlupfloch zu schließen. Das würde Brasilien zum Beispiel ganz viel helfen. Die Bauern in Brasilien würden viel mehr davon haben, wenn man auf Gensoja verzichtet. Auch die argentinischen Bauern. Und vielleicht hätten wir dazu einen Beitrag zur Hungerbekämpfung, anstatt immer zu denken, wir müssen jetzt denen mal was beibringen, damit sie lernen, anders zu produzieren. Brasilien hat die geringsten Produktionskosten bei Soja. Die höchste Erträge der Welt. Die fortschrittlichste Technik der Welt bei herkömmlicher Soja. Und die wurde zerstört durch die Gentechnik im Süden. Jetzt kommt der Genmais rein. Der Mais ist viel schlimmer. Der Mais kreuzt sich aus, die Soja nicht. Jetzt können wir es nicht verhindern, dass der Genmais vielleicht so zunimmt, dass wir überhaupt keine Chance mehr haben, uns umzustellen. Bei der Soja können wir es noch. Und ganz einfach. Brasilien kann ganz Europa mit gentechnikfreier Soja versorgen. Und wir können hier ohne Gensoja leben. Jetzt kommt aber eine tolle Geschichte. Jetzt gibt es Verbände, die darauf bestehen, dass man nicht eine Nulltoleranz haben sollte, sondern dass die Kontamination vielleicht zugelassen werden sollte. Dass es doch schleichend möglich ist, am Ende die Gentechnik durchzusetzen. Nachdem wir alles das wissen, was passiert ist in den letzten 10 Jahren. Warum sollten wir immer noch Forschung in diesem Bereich stecken und Feldversuche machen, um die Felder zu kontaminieren? Wenn wir wissen, dass das Ergebnis am Ende ganz schön ist. Das Ergebnis am Ende heißt, wir werden mehr Landkonzentration haben, also weniger Bauern werden produzieren können als vorher. Wir werden eine monopolistische Kontrolle der Produktion haben und das heißt auch eine monopolistische Kontrolle der Konsumtion. Weil wenn wir nicht anders produzieren können, dann können wir auch nicht mehr auswählen. Wir werden Saatgut als privates Eigentum eines Konzerns haben und dafür zahlen müssen, so wie in Zeiten des Feudalismus. Wir werden eine Zunahme des Einkaufs von Betriebsmitteln haben und sehr giftige Stoffe nehmen müssen als Sachzwang, weil die Technik nicht mehr funktioniert und neue technische Probleme zunehmen. Und wir werden dadurch mehr Kosten haben. Und das ist wichtig. Dadurch werden die Kleinbauern keine Chance haben. Die Großbauern, die können ja immer noch die Kosten reduzieren, indem sie auf die Ausweitung der Fläche setzen, damit die Kosten pro Produkteinheit reduziert werden. Das können die Kleinbauern nicht. Außer sie kaufen sich Ländereien irgendwo, wo noch niemand ist. Aber das müssen sie auch zwar kaufen, müssen ja Geld dafür haben. Oder sie kaufen sich selbst auf. Aber das heißt dann, dass es nicht für alle sein kann. Nur für ein paar, die es schaffen, die anderen auch zu kaufen. Also für alle kann es nicht die Möglichkeit sein, weil Land eine begrenzte Ressource ist. Und das Schlimmste ist, dass man dadurch das verhindert, was eigentlich viel besser ist. Die kommerzielle Produktion, die auf einer Pflanzenzüchtung basiert, die sehr fortschrittlich ist. Die auf Methoden basiert ist, die viel fortschrittlicher ist. Sind, als das, was die Gentechnik anbieten kann. Die Gentechnik kann eigentlich nur Glauben anbieten. Und es gibt immer noch Menschen, die daran glauben, weil sie eigentlich von vielen Informationen so überschüttet wurden, die immer dieselben sind. Mehr Ertrag, weniger Betriebskosten, weniger Auswirkungen auf die Umwelt, die negativ sind und Hunger bekämpfen. Mehr Argumente gibt es ja gar nicht. Und das sind immer noch dieselben, obwohl die Praxis sich schon lange geändert hat. Man hat ja gezeigt in der Praxis, dass es anders aussieht. Ich hätte eigentlich gar nicht so lange reden sollen. Deswegen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es gibt auch noch im Internet ein paar Texte von mir, für die, die das nochmal genauer lesen möchten. Die Quellen dafür, für das, was ich sage. Es gibt auch noch ein Buch.
Die Doktorarbeit werde ich jetzt hier nicht anbieten, weil das ist ja sowas Spezialisiertes, was sowieso zu teuer ist nach meiner Ansicht. Ich halte es für wichtig, dass es das Buch gibt aus der Basis der Doktorarbeit, das für ein breites Publikum gedacht ist. Das gibt es auch da hinten zu verkaufen. In der dritten Auflage, alles was da drin steht, wurde noch nie angefechtet oder bei einem Konzern bestritten. Das Problem ist, dass sie immer sagen, dass das Buch so schlimm ist und deswegen kaufen auch noch mehr. Von daher sollen sie es weiter sagen. Ich habe auch kein Problem damit, deutlich zu sagen, dass die Saat des Bösen nicht meine Idee war und ich sogar dagegen war. Aber es gab einen Verlag und in dem Verlag hat man sich entschieden für einen Titel. Und der Co-Autor hat dann die Genehmigung bekommen von einem anderen Autor, der in den 60er Jahren einen Roman geschrieben hat, Die Saat des Bösen, und es zugelassen hat, dass wir den Namen wiederverwenden mit einem Untertitel. So ist es doch schon wichtig zum Vermarkten, dass man einen Titel hat. Aber ich teile die Welt nicht in Guten und Bösen, aber ich sehe schon, dass diese Technik hier ganz böse sein kann, ganz einfach, weil sie nicht funktioniert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, man sieht schon, Applaus auch deutlich. Ich glaube, es hat alle beeindruckt. Es war ein super Vortrag, wirklich interessant. Was mich so beeindruckt hat, auch, dass man die erschreckenden Tatsachen auch noch mit solch einem Humor bringen kann. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause, haben wir gesagt, weil die Zeit doch recht fortgeschritten ist, für die dringendsten Angelegenheiten, die zum Erledigen sind, und eben hinten ein bisschen zum Schauen bei den Unterlagen, die Mittwoch waren sind. Fragen, die vielleicht noch offen sind oder irgendwelche Unklarheiten, die noch bestehen. Da war der jetzt die Gelegenheit dazu. Was ich noch sagen möchte, wir werden dann mit Kerwal durchgehen, damit wir die Unkosten ein bisschen decken, für den Referenten auch. Wenn jeder ein bisschen eine freiwillige Spende einhält, darf man uns sehr freuen. Wir haben ein Mikrofon, also rührt euch, wir kommen dann hin zu euch und da kann jeder dann seine Fragen stellen. Wenn es Wortmeldungen gibt, bitte schön die Hand heben, dann komme ich hier mit dem Mikrofon und dann kann er sich äußern. Da haben wir schon den ersten. Also zumindest wir in Deutschland haben ein Problem, und das ist das, dass das GVO-Soja billiger ist als das GVO-frei. Wie ist das möglich? Nach dem, was Sie uns erzählt haben, müsste es eigentlich umgekehrt sein. Eine sehr wichtige Frage. Tatsächlich ist es eine Verzerrung auf dem Markt. So bedachte ich es. Wie kann es, dass das, was teurer zu produzieren ist, billiger auf dem Markt ist? Das Ganze fängt damit an, dass man ja nicht eine Haftung für die eingerichtet hat, die die Kontamination verursacht. Das heißt, im Bereich der Gentechnik ist man vor Gericht so ungefähr wie, man wurde erschossen und man wird beschuldigt, wenn man vor der Waffe stand. Man hätte ja irgendwo anders stehen können in dieser Zeit. Und so ist das Problem, dass die Gentechnik frei produzieren, zunächst mal die Kosten tragen müssen, damit sie es garantieren können, dass es gentechnisch frei ist. Das heißt, dass man getrennt lagern muss, getrennt transportieren muss, testen muss, und das alles hat dann Kosten. Das heißt aber, dass diese Kosten ja eigentlich nur in einem Rahmen heute so zu sehen sind, weil
die ja noch zu wenig von diesem nachfragen. Wenn wir mehr gentechnisch freie Ware nachfragen werden, dann würden diese Kosten auch senken. Und auf der anderen Seite muss man ja sehen, dass die Gensoja zunehmend teurer wird. Und dieses zunehmend teurer werden führt dazu, dass es zukünftig vielleicht nur schon auf diesem Grund dazu führen kann, dass die Gensoja nicht mehr billiger ist. Was man dazu nochmal sagen muss, ist, dass man ja auch in der Landwirtschaft die Leistung von diesem Produkt diskutieren sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Bauer jetzt eine Kuh nach Gewicht kauft oder ein Traktor nach Gewicht. So sollte man Soja auch nicht nach Gewicht kaufen. Man sollte nach dem Eiweißgehalt kaufen und von der Verwertbarkeit. Wenn man eine Soja füttert, die Schweine krank macht oder zu Reproduktionsproblemen führt, dann hat man ja zunehmende Kosten dazu und vielleicht viel weniger Eiweiß. Und deswegen ist die Verwertbarkeit des Produktes schon mal wichtig und auch der Eiweißgehalt. Und jetzt sollte man noch dazu rechnen, die Rückstände von Glyphosat. Wenn das alles dazu kommt, dann ist es viel teurer bei der Gensoja, obwohl es auf dem Markt pro Kilo vielleicht billiger ist. Aber zukünftig sehe ich da eine Chance, dass das sich umdreht. Es kann nicht anders sein. Weitere Fragen? Traut euch. Wir haben zur Gelegenheit wahrscheinlich nie wieder. Bin schon unterwegs. Ja, wir haben gleich die Aktivitäten gehört vor die Konzerne, wo zu wochen. Es ist jetzt vielleicht zu langschaftlich, aber ich glaube, das ist halt so, dass die Aktivitäten, wo sie jetzt sind, gesetzt werden, Schweinegrippe, Vogelpest, dass es überhaupt auch das Gleiche ist. Dass uns das eingeredet wird, was eigentlich noch gar nicht so, dass auch praktisch dann nur das Geschäftsbuch holen. Also ich gehe davon aus, dass bei einem Pharmakonzern eine Krankheit kein Problem ist. Das ist schon mal wichtig. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Dass jetzt die Pharmakonzerne sich dafür einsetzen, damit man krank wird, das ist eine andere Hypothese. Schaden wird es ja nicht. Ne? Aber das ist wissenschaftlich sehr schwierig zu beweisen. Wir haben heute zum Beispiel Hinweise darauf, dass es aufgrund der Zunahme von Impfstoffen und Medikamenten, die man nimmt, und dann könnte ich auch noch dazu bringen, sogar die Rückstände von Pestiziden in Nahrungsmitteln, dass das dazu geführt hat, dass man eine Immunschwäche hat. Die Basis für Krankheiten. Weil ansonsten, warum soll man sich eine Vogelgrippe oder eine Schweinegrippe auch so dramatisch vorstellen, wenn sie eigentlich gar nicht so schlimm ist wie die normale Grippe? Die Frage, die sich mal stellen muss, ist, warum werden wir krank durch solche Viren? Warum haben überhaupt diese Viren eine Chance? Vielleicht, weil unser Immunsystem, unsere Form, wie wir uns ernähren und leben, dazu geführt hat, dass wir kranker werden. Und dass dadurch die Chemiekonzerne verdienen, ist auch klar. In Brasilien hat es noch nie so viele Apotheken gegeben wie seit den letzten 10 Jahren. Und die verkaufen auch noch, nicht dass sie nur da sind. Das ist riesig. Also ist schon verrückt, wenn man das sieht. Und das kann ja nicht in Richtung Gesundheit gehen. Wenn man immer in Richtung Heilung denkt und nie in Richtung, wie kann man es verhindern, dass wir gesund sind, also dass wir nicht gesund bleiben. Also das, warum können wir es nicht verhindern, dass wir krank werden und nur daran denken, wie man heilen kann? Und das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Gedanke. Ja, deswegen ist das Buch, das ich ja hier herausgebe, auch von der Gesellschaft für Gesundheitsberatung in Deutschland erschienen, die schon seit langem einen Kampf gegen Pharmakonzerne führen und haben auch den Mut gehabt, das Buch hier rauszugeben. Das ist ja auch fast ein Manifest gegen Pharmakonzerne. Also die Gentechnik ist ja von Pharmakonzernen eigentlich ins Leben gerufen worden. Ja, Herr Andreoli, es ist die Situation, wie Sie es in Brasilien geschildert haben, gibt es da nicht von diesen Großlandwirten auch schon ein Umdenken, dass man da was anderes machen will? Und hat man überhaupt da die Möglichkeit, jetzt auf was anderes umzustehen, nämlich wegen der Mutation und so weiter? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was erläutern. Ja, es gibt diese Umstellung. Es gibt sie auch in den USA, es gibt sie auch in Kanada, es gibt sie auch in vielen Ländern der Welt gibt es eine Umstellung. Und besonders in Brasilien ist die Umstellung bei den Großbauern.
ich halte das für sehr problematisch, weil die Kleinbauern haben die Risiken getragen, ne? Eigentlich. Und sind jetzt so etwas wie verhaftet in dieser Geschichte des Schmuggels drin, weil es keine genügende Saatgutsorten mehr gibt, die gentechnisch frei sind im Süden. Und das ist der große Grund, weswegen sie sich nicht jetzt umstellen können. Und im Norden, im Zentrum Brasiliens, wo dann die Großgrundbesitzer meistens Soja anbauen, die haben zunächst darauf verzichtet. Die haben mal abgewartet, was so passiert im Süden mit den Kleinbauern. Und jetzt sagen sie einfach, ja, wir hatten recht, wir wollen das Zeug nicht, weil das ist nicht so ertragreich. Das ist auch teurer. Ich habe da diese Aussage, die ich jetzt mache, das ist zum Beispiel von einem großen Großbauer in Brasilien, einer großen Firma. Der größte Mähdrescherproduzent im Süden Brasiliens, der dann die Mähdrescherindustrie verkauft hat an John Deere. Das war damals Schneider und Logemann. Diese zwei Familien haben dann in Landwirtschaft investiert und haben über 50.000 Hektar im Norden und Zentrum Brasiliens. Und die verzichten auf Gentechnik ganz einfach aus diesem Argument. Die wollen keine Sorte anbauen, die teurer ist und weniger produziert pro Hektar. Dass ein paar Kleinbauern das im Süden gemacht haben am Anfang, dass das dann zugenommen hat, dass das so fast wie ein Fieber geworden ist und dass dann auch Großbauern mitgemacht haben, ist klar. Aber die Großbauern sind jetzt die Ersten, die sich umstellen. Weil die das durchrechnen und sagen, das ist katastrophal. Ist für mich schwierig, weil ich glaube, dass es gerade umgekehrt sein sollte, weil die Gentechnik wurde ja nie für die Kleinbauern gedacht. Die wurde immer für die Großbauern gedacht. Das sagen die Konzerne selbst. Das ist für große Ländereien, nicht für Kleinbauern. Und dass die Kleinbauern jetzt an Existenz verlieren, also dass sie ihre Existenz nicht mehr sichern können, durch diese Technik, ist schon eine Katastrophe. Weil eigentlich ist es ja am Ende die Geschichte, dass die Kleinbauern aufhören und die Großbauern dadurch verdienen. Das heißt, die Großbauern werden die Kleinbauern jetzt aufkaufen, weil die Kleinbauern verschuldet sind. Und dadurch können sie ihre Produktionskosten nochmal niedriger halten, weil sie dann auf größeren Ländereien produzieren. Sie können dann auch noch auf diese Menschen, die können noch erwarten, dass diese Kleinbauern jetzt als billige Arbeitskräfte für die Großbauern arbeiten. Und die haben weniger Konkurrenz im Spiel. Also ist es eigentlich für die Großbauern gedacht. Also wenn das funktioniert, ist es für die Großbauern gedacht. Weil wir können durch die Ausweitung der Fläche es kompensieren, dass man die Betriebskosten pro Hektar höher hat. Weil sie ja weniger pro Hektar produziert. Aber sie können durch die Ausweitung der Fläche das kompensieren. Das im Fall, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, haben sie auch einen Vorteil. Weil dadurch die Kleinbauern aufhören. Also es ist trotzdem für die Großbauern gedacht. Und die stellen sich jetzt um. Aus technischen Gründen, ganz einfach. Ja, ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre, welche Pflanzen sind zurzeit genetisch verändert? Also gibt es zum Beispiel bei Getreide auch schon Versuche mit genetisch verändertes Erbmaterial zu experimentieren? Und die zweite Frage wäre, ich habe gehört, in Indien hat eine große Anzahl von Bauern, die gentechnisch verwendetes, glaube ich, Baumwolle verwendet haben, Selbstmord begangen, weil sie im wirtschaftlichen Ruin gekommen sind. Können Sie da was sagen dazu? Ja, zum ersten Argument müsste man jetzt unterscheiden zwischen Sorten, die in der Forschung verwendet werden und die zugelassen sind für den Anbau. Für den Anbau haben wir meistens mit vier Sorten von Pflanzen zu tun. Vier Pflanzen, das ist Soja, Mais, Raps und Baumwolle. Das sind die vier Pflanzen, die zugelassen sind und mit denen man auch am meisten forscht. Es gibt aber in der Forschung keine Klarheit, weil vieles als Industriegeheimnis betrachtet wird. Wir wissen nicht, wie viele Pflanzen tatsächlich in der Forschung sind. Sind viel mehr als diese vier, ist klar. Es wird mit Kartoffeln versucht, sogar in Deutschland, auch zugelassen von derselben Ministerin, die den Genmais verboten hat, hat dann die Forschung vor Genkartoffeln zugelassen. Ist auch schon mal ein Widerspruch. Es gibt dann Forschungen,
die ganz deutlich gescheitert sind, zum Beispiel mit Petunien. Ne? Das ist ja eine Geschichte. Da könnte man noch dazu sagen, dass der Mensch, der das dann damals geforscht hat und gescheitert ist, weil der wollte eine Farbe erreichen, hat eine ganz andere erreicht. Der ist dann Chef des Max-Planck-Instituts geworden. Ist ja auch schon mal toll. Ne? So Menschen, die gescheitert sind, werden dann führende Persönlichkeiten in der Forschung. Es gibt noch andere Geschichten, die gescheitert sind. Man hat die Tomaten, die man entwickelt hat am Anfang, die man versucht hat, sie so zu entwickeln, dass sie länger zu erhalten ist, ist gescheitert. Man hat eine Soja entwickelt mit einem Gen von einer Kastanie, die dann Allergien verursacht hat. Also da ist so vieles gescheitert gegangen, dass man gar nicht weiß, ob alles das, was wir an gescheiterter Technik in der Welt haben, überhaupt bekannt ist. Vieles ist vielleicht gar nicht bekannt geworden. Monsanto hat ja mit Weizen angefangen, ist dann sofort auf eine andere Linie gegangen, weil sie wusste, dass kein Mensch dieses Weizen will. Das hat ja auch mit ethischen Grundlagen zu tun, also Brot und so. So haben sie es dann mit Soja versucht und mit Futtermittel, also indirekt auf den Tisch. Man könnte davon ausgehen, dass die Gentechnik eigentlich mit jeder Pflanze möglich ist. Und auch mit jedem Tier. Deswegen kann ich keine Pflanze und kein Tier ausschließen, weil ich mir nicht sicher bin, ob da keine Versuche gibt. Wir wissen das nicht. Was wichtig ist, was zugelassen ist. Zugelassen sind wenige Sorten. Auch für die Forschung. Und zugelassen für den Anbau sind noch wenige. So könnten wir uns vielleicht auf 4 Pflanzen konzentrieren. Soja, Mais, Baumwolle und Raps. Und 2 Arten von Gentechnik. Herbizidresistenz und Insektenresistenz. Das ist zugelassen. Das ist auf dem schon auf dem Markt. Das ist im Anbau. Und alles andere ist Versprechen. Da gibt es Sorten für Resistenz gegen salzigen Boden, gegen bestimmte Krankheiten, gegen Trockenheiten. Es gibt da ganz vieles in der Forschung. Kartoffel, die mehr Stärke produziert, Eukalyptus mit einem anderen Ligninanteil, sodass man mehr Zellulose daraus gewinnen kann. Zuckerrohr, das steril ist, also nicht mehr durch Saat vermehrbar ist, damit die Energie sich auf die Zuckerproduktion konzentriert. Also wir haben eine Reihe von Forschungen, die alle in dieser Stufe sind, was die Konzerne so sagen, die zweite Generation. Das Problem bei dieser zweiten Generation, was ja für die Konsumenten so toll sein soll, ist, dass das nicht so einfach ist. Das erste ist, man kann diese zweite Generation nicht erreichen, wenn man nicht Blocken von Genen einbaut. Bisher hat man ja nur ein Gen eingebaut und das aktiviert durch Promotoren. Jetzt würde man Blocken von Genen einbauen. Wenn man schon weiß, dass ein Gen eingebaut so viele Katastrophen ausgelöst hat und wenn das ganze Netzwerk artig funktioniert, dann muss man sich mal vorstellen, was wäre das, wenn man angefangen hätte mit Blocken von Genen. Dann wäre das vielleicht sofort gescheitert. Deswegen ist man auch so vorsichtig. Das nächste Argument ist, ein Patent dauert ungefähr 20 Jahre. Und die Forschung auch. Was soll man dann in 20 Jahren eine Sorte entwickelt haben, wenn ich das Patent abgelaufen? So rechnen die Konzerne schon mal damit. Und jetzt kommt ein drittes Argument dazu. Wenn der Widerstand so wächst, wie er wächst weltweit. Und wenn sich das kombiniert mit den Auswirkungen, die wir sehen, die wissenschaftlich bewiesen sind, dann haben die Konzerne wenig Chance, weil die Konsumenten zunehmend das Zeug ablehnen. Wenn wir heute eine Kennzeichnung hätten, die deutlich sagt, wo Gentechnik drin ist, garantiert sagt, dann würde man dies nicht verkaufen können. Und das ist das große Problem der Konzerne. Die haben es nicht geschafft, die Konsumenten von ihrer Werbung zu überzeugen. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Die schaffen es nicht mehr, die Bauern zu überzeugen, weil die Auswirkungen in der Technik auch schon sichtbar sind. Sie hatten vielleicht mit einer anderen Strategie gerechnet. Man kommt mal mit diesen herbizidresistenten Sorten und Insektenresistenten so durch, dass alles flächendeckend voll ist und dann sagen die Konsumenten, wir können ja nichts mehr machen. Sowieso alles Gentechnik. Ist ja nicht so. Wenn es nicht so ist, dann hat die Strategie ein Problem.
Die Bewegung ist stärker geworden und die Probleme in dieser Technik auch. So müssen die Konzerne sich jetzt überlegen, ob sie überhaupt noch investieren in diesen Bereich. Die rechnen ja schon täglich und jährlich damit, wie viel Geld sie verschwendet haben, weil sie das Zeug nicht auf den Markt bringen können. Und das ist ja das Dumme. Die Wissenschaftler, die sich so sicher sind, dass das Zeug gut ist, die wollen ja nicht, dass die Menschen wissen, wo man das gute Zeug kaufen kann. Ist das nicht verrückt? So, wenn man es nicht schafft, dass die Menschen das wollen, was sie behaupten, dass es so gut ist, dann, naja, in der Marktwirtschaft kann man die Menschen nicht zwingen. Besonders nicht, wenn die Bauern nicht mitmachen. Wenn die Bauern es nicht produzieren, gibt es kein Gesetz auf der Welt, das sie zwingt, das zu tun. Und das ist schon mal wichtig. Das ist ein Stück Freiheit, das die Konzerne nicht kaufen können. Sie können diese Menschen manipulieren mit Informationen und das tun sie die ganze Zeit, auch mit Wissenschaft. Aber es gibt ja eine Reaktion. In Indien haben wir eine große Reaktion. Nicht umsonst gab es da auch Vandana Shiva und so viele, die dafür sorgen, dass das öffentlich geworden ist. Bauern, die pleite gehen, verschuldet sind, das gibt es immer mehr, nachdem sie mit BP-Baumwolle begonnen haben. Es gibt immer diese Vorwürfe, ja, Selbstmord hat es auch vorhergegeben. Ja klar hat es schon vorhergegeben. In der ganzen Geschichte der Menschheit, in jeder Gesellschaft, glaube ich, gab es Selbstmord. Aber dass Selbstmord verbunden mit Verschuldung und Verarmung so ein Phänomen wurde, das ist auch etwas, was man in der Geschichte sehen kann. Und wenn eine Technik dazu beigetragen hat, dass die Verschuldung und Verarmung der Menschen zugenommen hat, dann war es die Gentechnik in diesen Ländern. Ganz deutlich. Kann man nicht so einfach sagen, Gentechnik führt zum Selbstmord, aber Gentechnik führt dazu, dass man mehr Probleme in der Landwirtschaft hat, die zur Verarmung und Verschuldung von Bauern führen und die dann einen höheren Zahl an Selbstmord darstellen. Das ist die Realität in Indien, die zeigt ganz deutlich, wie gescheitert diese Pflanze ist. Es war ja eigentlich sogar mit vielen Fehlern verbunden. Monsanto hat ja auch einen Mais auf den Markt gebracht in Afrika und dieser Mais hat nie ein Korn entwickelt. Also es waren technische Fehler, die sind ja auch noch dazu gekommen. Also wenn man schon nicht an diese Technik glaubt, jetzt weltweit, nicht mehr glaubt, die eigentlich technisch funktionieren könnte, sage ich mal von dem, was im Labor stattgefunden hat und nicht, was im freien Umfeld passiert, das ist ja was anderes. So haben die sogar im Labor noch Fehler gemacht, also das ist ja noch katastrophal. Und das ist in Indien auch noch der Fall, dass das Zeug gar nicht funktioniert hat. Sodass die Bauern Lizenzgebühren gezahlt haben, ein teures Saatgut hatten für dieses Bolgard-Ding da und dann plötzlich, naja, haben die Käfer trotzdem dran Erfolg gehabt. Das hat nicht funktioniert. Aber das war eher ein technisches Problem. Aber die Technik, Gentechnik, hat ja ein grundsätzliches Problem auch. Langfristig kann die nicht funktionieren. Und das haben die in Indien schon lange verstanden. Und glaube ich schon, im Gegensatz zu dem, was die Regierung in Indien immer gesagt hat, auch weltweit informiert haben. Die Soja ist eine autogame Pflanze. Das heißt, die bestäubt sich ja selbst. Die kreuzt sich nicht aus. Das ist schon mal ein Vorteil im Vergleich zum Mais. So könnten wir es ja theoretisch verhindern. Also wir stellen uns wieder auf Soja um, die herkömmlich ist, und dann haben wir nur noch das Problem, dass der Boden entgiftet ist. Dann müssen wir vergiftet ist. Den müssen wir dann entgiften in ein paar Jahren. Und dann hätten wir wieder eine Chance, herkömmliche Soja zu haben. Aber auf jeden Fall wissen wir nicht, ob da nicht im Boden was passiert ist. Wie sehen die Bakterien aus? Wie sehen die Mikroorganismen aus? Nachdem man dieses Experiment gemacht hat. Deswegen können wir Wissenschaftler es nicht garantieren, dass eine Umstellung möglich ist, gentechnisch frei. Rein theoretisch kann Brasilien sich umstellen. Mit Soja. Mit Mais nicht. Jetzt kommt das mit Mais und das ist dann viel schwieriger. Aber bei Soja, wenn das, was heute als Standard auf dem Markt ist, ohne dass man wissenschaftliche Studien durchführt, dann wäre es möglich, gentechnisch frei sich umzustellen. Ja. Wie lange es dauert? Die einzige Prognose ist 5% weniger Gensoja pro Jahr. Das ist die Prognose der Brasilianischen Vereinigung der Produzenten. Jetzt hätte ich kurz eine Frage, muss ich gerade schnell schauen, weil der Lautsprecher ausgefallen ist.
Jetzt hört man wieder. Genau. Und zwar, Sie haben gesagt, beim Mais ist das nicht möglich. Warum nicht? Der Mais ist eine Pflanze, die sich auskreuzt. Man kann es nicht verhindern. Das geht auch gar nicht anders. Man kann Mais ja nur produzieren, wenn zwei Pflanzen sich kreuzen. Das ist Bestäubung. Und das geht nicht nur durch den Wind, sondern das kann auch durch Bienen funktionieren. Und dann gibt es keine Chance, die Bienen alle anzubinden. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wenn man alle Bienen anbinden würde, dass sie sich jetzt da an Grenzen halten. Aber das geht nicht. Also gibt es so viele Faktoren, die dazu führen, dass man beim Mais nicht mal in 10 Kilometer Abstand garantiert sagen kann, dass es nicht zu einer Verunreinigung gekommen wäre. Wir sehen das besonders in Mexiko. Mexiko ist ja das Ursprungsland von Mais und die Kontamination ist so riesig durch die Importe aus den USA, ist ja eigentlich verboten in Mexiko, dass man sieht, dass bei Mais eine Koexistenz total unmöglich ist. Also wir haben das bei Soja noch nicht mal die Möglichkeit. Wie sollen wir das bei Mais haben? Das ist ein riesiges Problem. Bei allen Pflanzen, die sich bestäuben, die sich kreuzen. Ja, ich habe jetzt eine Frage, und zwar das nicht weniger an Sie als Wissenschaftler, sondern als Mensch, der vorher in der Welt immer ankommt. Wie weit wissen Sie Bescheid, wie die Kirchen zur Gentechnik stehen? Wissen Sie, wie die katholische Kirche steht und wie die amerikanische Kirche steht? Ich wurde von der evangelischen